So, und falls Sie ihn in den letzten Wochen noch nicht kennengelernt haben, möchten wir Ihnen jetzt unseren neuen Kollegen David Petrosian vorstellen. Mhm. David ist Amerikaner, er kommt also aus dem Land der Superlative. Und ich bin fast sicher, dass er letzte Woche, als er gesehen hat, wie vor dem Rockefeller Center in New York eine Fichte aufgestellt wurde, gedacht hat, das ist die größte Fichte der Welt. Der größte Weihnachtsbaum auf dem ganzen Erdenrund, die ist allerdings nur 25 Meter hoch, diese Fichte. Ja, jetzt geht es um eine, die ist erheblich höher, nämlich 45 Meter hoch und die steht in Dortmund. Und Sie wissen ja, generell glaubt der Amerikaner, dass die größten Sachen in Amerika stehen. Aber das ist nicht immer so, was wir jetzt an diesem Weihnachtsmarkt in Dortmund auch sehen werden. David ist für uns in der Sendung im Namen des Herrn unterwegs. Er lernt nämlich Nordrhein-Westfalen kennen und das auf seine ganz eigene amerikanische Art. Und wie gesagt, diesmal hat er den Weihnachtsmarkt in Dortmund kennengelernt. Hallo, liebe Zuschauer. Heute sind wir hier in Dortmund bei dem Weihnachtsmarkt. Ich habe gehört, dass Dortmund ist berühmt für drei Sachen. Erstmals Fußball. Borussia Dortmund. Zweitens Bier. Brinkhoffs Nummer 1. Jawohl. Und drittens der Weihnachtsmarkt und angeblich der größte Weihnachtsbaum in ganzer Welt. Und heute habe ich hier neben mir der Herr Hans-Peter Ahrens. Hallo. Grüß dich. Hallo David. Und der Herr Ahrens und seine Familie sind Schausteller seit wie lange jetzt? Ja, mehrere Generationen. In Dortmund sind wir seit 1870 ungefähr. Aber erstmals lass uns ein paar Tage zurückgehen. Während des Weihnachtsmarktaufbaus hat Hans-Peter ein bisschen über sich und seinen Beruf als Schausteller erzählt. Hans-Peter, viel Action hier heute. Die bauen diese Hütte. Ungefähr wie viele Weihnachtshütte gibt es auf dem Dortmund Weihnachtsmarkt? Das hat ja mal sehr viel kleiner angefangen, aber mittlerweile sind wir bei 305 Ständen. 305. Mein Gott. Und wohnen Sie zu Hause oder manchmal unterwegs? Weil das bedeutet immer in Transiten so. Unterschiedlich. Früher bin ich also, ich bin ja nun etwas älter auch geworden, da war ich also, kann man sagen, bis zu 9 Monaten im Wohnwagen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Ich bin im Sommer immer noch im Wohnwagen, aber fahre nicht mehr so viel zu den einzelnen Plätzen, wie ich es früher gemacht habe. Ja. Ich wohne hier in Dortmund in einem Haus. Ja. Wenn ich meiner Frau einen Urlaub im Wohnwagen anbieten würde, dann müsste ich ausziehen. Wow, das ist aber richtig groß. Das Wahrzeichen des Dortmunder Weihnachtsmarktes, der große Baum. Hier ist eingebaut, wir haben ja Baubestimmungen, hier ist eine Sprinkleranlage eingebaut. Ja. Und die fördert, wenn mich nicht alles täuscht, 3200 Liter Wasser in der Minute. Oh, aber das ist, wie sagt man, das ist ein Sprinkler-System hier drin, ja? Sehr schön. Ich habe gelernt, das Baum ist 45 Meter hoch und hat ein Gewicht von 30 Tonnen. This is really, really cool. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier drin, mittendrin in der Dortmund Weihnachtsbaum. Hans-Peter hat das so erlaubt. Hans-Peter, die Frage dann, wie ist das zum Welt gekommen, diese Idee, dass wir machen eine der größten Weihnachtsbaum im Welt mit tausende Tannenbäumen? Also das ist jetzt, ich meine, der 11. Baum. Und wir hatten einmal ein Jahr in der Zeit den Baum nicht. Das heißt, vor 12 Jahren ist einem Dekorateur oder, wenn Sie wollen, Designer eines Kaufhauses die Idee gekommen. Am Anfang gab es Kritik. Mit dem Geld könnte man ja auch mal was anderes machen, das wissen Sie doch. Gibt's immer, weiß ja, ich. Ja, da kann man ja alles Mögliche, kann gut. Aber mittlerweile, glaube ich, ist er Bestandteil. Bestandteil hier in Dortmund und wird auch in Dortmund akzeptiert und angenommen. Toll. Und was für uns wichtig ist, sind ja nicht nur die Dortmunder, er zieht also wirklich auswärtige Besucher. Und das ist uns wichtig. Der Baum ist gebaut aus ungefähr 1700 spezial gepflanzten Tannenbäumen. Obwohl wir haben viele große Bäume bei uns in Amerika, sowas habe ich noch nie gesehen. Das ist mein Sohn, Patrick. Dein Sohn? Ja. Ach, hallo, schön überrascht. Auf dem Hansaplatz. Hallo, Patrick, ich bin der David. Hallo, David.
Und das ist du machst auch Arbeit hier bei dem Weihnachtsmarkt? Ich bin auch Schausteller, ganz genau. Und da arbeiten wir auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und was genau machst du auch? So wie dein Papa? Wir machen Glühwein jetzt. Und jetzt auch im Sommer machen wir auch mobile Getränkestände. So kann man sagen, das ist eine Familiengeschäft, ja? Ja, Schaustellerei ist ja Familiengeschäft. Ne? Das geht über mehrere Generationen. Ja. Nächste Generation steht auch schon auf der Schwelle und möchte Schaustellerei betreiben. Schön. Also da in der Beziehung gibt es bei uns eigentlich keine Probleme. Darf ich fragen denn, als Kind war das immer ganz klar, diese Arbeit gefällt mir, das möchte ich auch wie Papa machen? Ja, das hat sich eigentlich so ergeben. Am Anfang hat man auch mal andere Berufswünsche, so mit 6, 7, 8 Jahren. Ja. Wollte auch mal Fußballer werden, hat auch nicht geklappt. Ach, und dann wird man halt Schausteller. Aber es ist auch ein schöner Beruf. Ja, Hans-Peter, eine Frage. So eine Rhinoceros mit Flügel, das könnte ich mich gut in Köln vorstellen, aber hier in Dortmund. Warum? Das ist ein Nashorn. Ein Nashorn, okay. Nashorn mit Flügeln. Das ist das Symbol des Dortmunder, neu gebauten Dortmunder Konzerthauses. Und warum? Es repräsentiert unsere Stärken, die wir in Dortmund haben. Durchsetzungskraft, Stärke und ab und zu ein bisschen Sturheit auch. Und die Flügel, wir betrachten uns ein bisschen als Überflieger. Das klappt nur im Fußball nicht mehr so ganz gut. So, das bedeutet, in Berlin hat man diese schöne Bär als Symbol, Stadttier. Und hier in Dortmund? Das Nashorn, das Nashorn. Geflügelte. Der Aufbau ist fertig und wir sind wieder auf dem Weihnachtsmarkt. Und jetzt geht's los. Hans-Peter überrascht mich mit einer Einladung auf die Bühne. We proudly present the first time on this stage David Petricius, born in the USA, near Washington DC, state of Virginia, a fan of Dortmund Christmas Market. It's right so? It's right so. Thank you very much. Und was kann ich sagen? Heute bin ich echt eine Dortmunder. Dankeschön. Thank you.